Wann haben Sie denn Hitler zum ersten Mal gesehen? Das war 34, ja. 3 Wochen nach der, 4 Wochen nach der Römerwolke. Konnten Sie, wenn es sein musste, auch mit persönlichen Problemen zu Hitler kommen? An und für sich ja. Ist das jemals passiert? Haben Sie ihn mal mit persönlichen Problemen? Naja, als ich dann, mein Führer, ich möchte heiraten. So. Naja, dann weiß ich wenigstens, wo sie zu suchen sind und sie zu finden sind. Ich hielt ihn fast für einen Asket. Ich habe immer gedacht, mein Gott, in seiner Position und so, ein bisschen anspruchsvoller könnte er doch, weiß Gott, sein. Nein, der war völlig anspruchslos, über Essen, über Speisen unterhalten. Das war für ihn einfach nicht diskutabel. Da hat der Führer uns die Hand gereicht und in die Augen geschaut. Und wir ihm. Und ich war ganz baff, dass der Führer so helle blaue Augen hat. Ich habe mir anders vorgestellt. Er hatte so lange Finger, ich möchte sagen, er war ein Künstler. Und dann wurde er dauernd gerufen, nach vorne raus, nach hinten raus, weil das Volk, das stand ja da und rief, wir wollen unseren Führer sehen. Also es dröhnte direkt in den Ohren. Da habe ich gedacht, was der Mann doch aushalten muss, so Tag für Tag immer, nicht? Also ich bin mir nicht sicher, dass das Attentat 43 erfolgreich hätte durchgeführt werden können, in dem Sinne, wie man das glaubte, dass man wirklich die Widerständler die Macht übernommen hätten, sagen wir mal so. Da bin ich mir nicht sicher. Aber das Entscheidende war, dass der Kopf der Verbrecher, das war eindeutig nur der Hitler, dass der umgebracht wurde. Das war das Wesentliche. Und daraufhin teilte mir Hitler seine Horrorvorstellung mit, wie nun das Deutsche Reich zerrissen und zerteilt wird, und brachte eigentlich nur die einzige Hoffnung zum Ausdruck: Wenn dieses Volk innerlich geeint bleibt, dann wird es auch wieder einen Aufstieg geben. Und auf meine Frage, wie es nun weitergehen soll, sagte er mir: Axmann, es wird etwas ganz Neues kommen.